Macht, Lernen, Verlernen, Staunen. Oder mit Paul B. Preciado gesagt, Zitat, ein Wort ist keine Repräsentation einer Sache. Es ist ein Stück Geschichte, eine unabschließbare Kette von Verwendungen und Zitaten. Ein Wort ist zunächst Ergebnis einer Feststellung oder eines Staunens, Resultat eines Kampfes oder Besiegelung eines Triumphs. Es war Niederschlag einer Praktik, die sich erst später in ein Zeichen verwandelte. Der Spracherwerb in der Kindheit setzt einen Prozess des Sich-Einbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhall der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören. Zitat Ende. Dieses Zitat ist im Kapitel Etymologien des Buches Ein Apartment auf Uranus, Chroniken eines Übergangs von Paul B. Preciado zu finden, erschienen 2020 bei Suhrkamp. Ich höre zunächst und vor allem das Sich-Einbürgern bei Preciado. Es unterbricht den Lesefluss, es unterbricht und führt mich zurück zum schreibenden, zeichnenden Kind, das ich war und das später dann durch das Einbürgern auch unterbrochen wurde. Und ich wiederhole nochmal das Zitat, Kindheit setzt einen Prozess des Sich-Einbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhall der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören. Die Schreibweise meines Namens, die ich eben zu beschreiben oder vielmehr hör- und sichtbar zu machen versucht habe, kommt aus einer Zeit vor dieser genannten Einbürgerung. Sie kommt vor der Schule, in der das Schreiben jeweils einer Sprache zugeordnet, ihr zugehörig gemacht wird. Die Schreibweise meines Namens kommt vor der einsprachigen Schule in Basel, die uns ein sogenanntes Hochdeutsch beibrachte und die damit eigentlich immer schon zweisprachig war. Denn die Lehrerin sprach Mundart mit uns, konkret den Basler Dialekt, und brachte uns zugleich lesend das Hochdeutsch bei. Sie teilte die Sprache in eine offizielle und inoffizielle Sprache. Es war wichtig, dass nur in der offiziellen Sprache geschrieben wurde und in der inoffiziellen wurde gesprochen. Den Dialekt nennen wir in der Schweiz nicht ohne Grund Mundart. Das Schreiben aus der Zeit, die ich vorhin beschrieb, hatte noch keinen offiziellen Raum, fand in einer Zeit außerhalb des offiziellen Schreibens statt, denn ich hatte es offiziell noch nicht gelernt. Ich war nicht verpflichtet, es zu können, es also richtig zu können. Aber war das vielleicht das ehrlichste Schreiben? Und war es vielleicht das eigentliche Schreiben? War es das Schreiben, in dem noch ein Nachhall der Geschichte, der Nachhall meiner Geschichten zu hören ist? Nicht eingebürgert, entsprach die Sprache noch der Welt, die mich umgab. Eingebürgert oder eingeschult wurde sie vereinfacht, eindeutig, einsprachig. Gastfremd. Und nicht selten werde ich gefragt, man könnte vielleicht sagen, darum, also daher, ob ich etwas über Entfremdung schreiben könnte. Und meistens stimme ich schnell zu, als wäre ich längst schon Expertin für solche Texte, als wäre es lange schon selbstverständlich, dass jemand fragt, Entfremdung, anybody? Und ich so, ja, hier, klar. Dafür hat man mich hierher gebracht, dafür doch die ganze Mühe, Erziehung, Wanderung und Annahme des Status quo, damit ich dann so Entfremdung hier, bei mir, bei uns. Wir sind viele. Körper mit ähnlichen Bewegungen, Erfahrungen, Entfernungen, durch deren Fernen und diesen zum Trotz so etwas wie ein kollektiver biografischer Bogen gespannt werden kann. Mit Eltern, die alles dran und drauf gesetzt haben, Tag für Tag jegliches Fremde auszublenden. Namen wurden neu klingend gemacht, sodass sie hier ausgesprochen werden können, ebenso Haarschnitte, Kleiderschnitte, Farben, wie man Bus fährt, leise, wie man im Bus die Elternsprache spricht, leise und wie man reagiert, wenn andere die gleiche Sprache sprechen, lächelnd, aber nicht weiter darauf eingehend. Wie man sich grundsätzlich verhält, als wäre man schon immer hier gewesen und das heißt, hab Achtstellung, immer, denn hinter jeder Ecke lauert noch eine neue Gewohnheit, noch ein neues Sprichwort, eine Neuformulierung, eine weitere Geste, die falsch ausgeführt werden könnte, die aber sitzen muss, sagten die Eltern und sagen es immer noch. Oder Einbürgerung, du meine zweite katholische Erziehung. Weil du erstens von Demut und Scham behaftet bist, zweitens an eine Institution glaubst und drittens die Erlösung versprichst. Die Ankunft am besten aller Orte,
in einer Zukunft, die eintreten wird, die dies aber irgendwie nie tut. Kein Ausruhen, kein Entspannen. Da gibt es niemanden, der jemals sagen wird, es ist voll okay. Und die Eltern beten jeden Tag zu ihr, ora et labora, es ist harte Arbeit und sie wird vollzogen. Man kommt nicht und ist nicht einfach die Person, der Mensch, der Körper, man wird somebody, man wird Teil vom Ganzen.